1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. WASD, um dich vorzubewegen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei der Let's Play Bioshock Remastered. Und, ja, da wollen wir doch mal schauen, wo uns das Ganze hier hinbringt. Wir sind auf jeden Fall abgestürzt und dann wollen wir doch mal schauen. Anscheinend müssen wir da in diesen großen Turm. Wir sind also mit dem Flugzeug da abgestürzt. Okay, war ja auch unschwer zu erkennen. So. Das Einzige, was ich jetzt gleich nochmal prüfen möchte, gibt es hier eine Untertiteloption wahrscheinlich. Ne? Fenstermodus, Verzerrung, ja. Das ist ja alles so in Ordnung. Audio-Option halt nutzen. Die Option Untertitel. Untertitel-Dialoge. Ich mache jetzt mal Grafiken auch einfach mal an und dann schauen wir doch einfach mal. So, dann wollen wir doch mal schauen, was das Schönes wird. Ich denke mal, hier geht es auch wieder nur ins Wasser. Ja, das sieht ziemlich stark danach aus. So. Also, dann sind wir jetzt hier. Genießen doch ein bisschen die Aussicht. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, es ist seit langer Zeit mal wieder für mich so, dass ich überhaupt in Richtung Gaming mal wieder ein Video aufnehme. Deswegen ist das alles noch ziemlich ungewohnt für mich. Also in dieser Hinsicht muss ich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinkommen, weil ansonsten hatte ich ja schon relativ viel persönlich mit so Gaming-Videos und YouTube und Twitch allgemein zu tun. Aber das ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich da in diese Richtung mal was gemacht habe. Deswegen verzeiht es mir, wenn da irgendwas unklar ist oder wenn ich mich irgendwie wie der letzte Depp anstelle. Es ist wieder ein kleiner Lernprozess, um erstmal reinzukommen. So, keine Götter oder Könige, nur Menschen. So, in welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Von Andrew Ryan. Ja, sieht doch schon mal ganz schön aus. Wie gesagt, also wir spielen die Remastered-Fassung. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich Bioshock sowohl den ersten als auch den zweiten und Infinite habe ich selbst ein bisschen gespielt, aber jetzt nicht so krass. Aber sonst muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie ein Bioshock-Spiel angefasst weiter habe oder generell die ganze Story kenne. Schande über mein Haupt, was halt auch nur dafür spricht, dass ich einen gewaltigen Pile of Shame habe. Was jetzt unter anderem durch diesen Gaming-Kanal und den auch parallel laufenden Twitch-Streaming-Kanal ein bisschen weniger werden soll. Und deswegen sammeln wir das jetzt alles zusammen. Gehen wir das alles zusammen durch, auch selbst wenn das teilweise sehr alte Spiele sein werden. Oder wo man sich so denkt, um Gottes Willen, das hat er noch nie gespielt. Ja, das ist bei mir so. Hatte früher verschiedenste Gründe. So, hier steht noch The Great Chain, also die große Kette. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier in diesen dunklen Bereich rein sollen. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir das eventuell mal tun.
Hier geht auf jeden Fall überall Licht an, was auch schon mal nicht verkehrt ist. So. Schauen wir doch mal an, was hier vor sich geht. Auch da ist natürlich noch Licht. Ja, ich weiß, im Jahr 2023 noch als klassischer Let's Player oder als Gaming-YouTuber oder so durchzustarten, ist nicht die schlauste Wahl, aber mir geht es hier dabei nicht irgendwie um sonderlich erfolgreich zu werden, sondern einfach nur, um mal wieder mich auch selbst ein bisschen zum Spielen zu motivieren, und das ist dann doch mit so einem Kanal sehr von Vorteil. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Industrie, Wissenschaft, Kunst. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal in dieses kleine, verlockende, ich hätte jetzt fast gesagt U-Boot, aber das ist ja kein U-Boot, das ist eher eine, würde eher sagen, das ist eine Kapsel. Und auch da wieder keine Götter oder Könige, nur Menschen. Das verspricht doch lustig zu werden. Eine Tauchkugel, okay. Wir müssen E drücken, um zu ziehen. Das sollte ich, glaube ich, noch ganz gut hinbekommen. Und steigen wir hinab. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Sehr schön. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu großem bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Sieht auf jeden Fall nach einer sehr schönen Stadt im ersten Moment aus. Aber ich hab da so irgendwie... Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Ich wollte jetzt nicht dazwischen reden, weil es ist ja storytechnisch wahrscheinlich relevant. Auch selbst wenn ein Großteil wahrscheinlich weiß, worum es hier geht. Auf jeden Fall willkommen in Rapture. Es sieht auf jeden Fall nach einer sehr schönen Stadt aus, aber irgendwie trügt sich mir so das Gefühl, dass sich das eventuell noch ändern könnte. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Doch, sie wollte die Waffe nicht. Ist das jemand Neues? Nein, wir sind niemand Neues. Hust, hust. Thank you.
Zeit, das Funkgerät anzunehmen? Welches Funkgerät? Ach, das hier. Okay, wir nehmen das doch mal. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Neues Ziel. Geh weiter nach oben. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend, dass wir nicht hängen gelassen werden. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Finde ich ja auch immer ganz lustig, so, oh, wir stürzen da ab und dann so, oh, hallo, ich bin jetzt Person XY, du musst mir jetzt einfach vertrauen. Aber gut. Ich schätze, das ist dann jetzt wohl so. Hier ist die Vita Chamber. Kann man die irgendwie benutzen? Öffnet die sich? Nee, sieht noch nicht danach aus. Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir aber über diese Vita Chamber noch ein bisschen was erfahren werden. Oder hat die anscheinend irgendeinen Grund, dass die da ist? Wie gesagt, ich habe, wo ich das letzte Mal Bioshock Infinite gespielt habe, das müsste ich jetzt lügen. Das ist aber auch bestimmt 3 oder 4 Jahre her. Also, ich habe das auch nicht durchgespielt. Ich habe das ein bisschen angespielt und dann habe ich festgestellt, ah, okay. Das habe ich natürlich nicht festgestellt, sondern habe dann für mich festgestellt, oh, das ist eine Reihe, die ich eventuell von vorne spielen sollte. Und dann habe ich festgestellt, oh, da gibt es ja eine Collection, die habe ich mir dann irgendwann gekauft. Ja, aber habe dann doch lieber meinen Fokus auf andere Sachen erstmal gelegt gehabt und seitdem dann nie Bioshock 1 angefasst. Was wir ja jetzt gemeinsam machen. Achtung, jegliche Nutzung von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Das macht es ja ganz besonders gut, dass wir ja jetzt mit einer Tauchkugel hierher gekommen sind. Gut. Also übrigens, das Flackern hier scheint nochmal... Ja, das ist normal. Wie gesagt, wenn ich mich anstelle wie der erste Dulli, dann habe ich ja schon erklärt. So, also alles ist cancelled. Ne? Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hätten eigentlich gar nicht hier unten sein dürfen. Nur noch ein bisschen. Freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesimpel. Ryan besitzt uns nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn so sinnvoll ist mit den Objektuntertiteln, aber das schauen wir doch einfach mal. Wir sollen auf jeden Fall uns die Rohrzange hier nehmen. Beziehungsweise den Schraubenschlüssel. Gut, wir können... eine Richtung, in die wir sollen, oder ist das, Nee, ich gehe mal davon aus, dass wir hier durch müssen, oder? Kann das sein? Nein. Aha, man sollte es eventuell auch mal so probieren. Ja. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft! Ja, dann, haben wir doch auch schon unseren... ersten Gegner erledigt. Das ging erstaunlich schnell. Willkommen in Rapture. Hier sind sie ihres Glückes Schmied. Mhm. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. November, der 5. November 1946. Das, okay. Weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Mhm, Plasmide, okay. Okay. Den Elektrobolt können wir ausrüsten. Wir können natürlich jetzt auch... Plasmide verändern deine Gene und verleihen dir diverse Kräfte. Zum Beispiel kannst du Kreaturen und Objekte in Brand stecken. Sicherheitssysteme veranlassen? Okay. Sicherheitssysteme veranlassen, deine Feinde anzugreifen. Man sollte den Satz eventuell auch weiterlesen.
Und deine Gegner mit Elektroschocks zum Malträtieren. Und vieles mehr. Rufe den Plasmid-Modus auf, indem du die rechte Maustaste drückst, drücke dann die linke Maustaste, um deine derzeit aktivierte Kraft anzuwenden. Du kannst deine aktive Kraft ändern, indem du Umschalt drückst und mit der Maus eine Kraft auswählst. Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Plasmide erhöhen, indem du bei einem Gardener's Garden Plasmid-Slots kaufst. Alle Plasmide benötigen Eve. Oder, ne, Eve wahrscheinlich. Ich glaube nicht, Eve. Jedes Mal, wenn du Plasmide verwendest, wird die blaue Eve-Leiste ein Stück kürzer. Ah ja, okay, hier hätten wir auch noch die Vita-Chamber. Machen wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber auch noch mit Vita-Chamber. Sollte es passieren, dass du dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Alles klar. Dann haben wir das. Nein. Sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, habe ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Der Big Daddy, also. Der ist mir jetzt natürlich abseits, trotzdem, dass ich noch nie Bioshock gespielt habe, bereits ein Begriff. Ne? Ganz so ungebildet bin ich dann auch nicht. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Oh ja, das gefällt mir. War da oben jetzt noch was weiteres zu holen? Wir können den Mülleimer untersuchen. Eine Gesundheitsschub verschafft. Das ist doch auch mal nicht verkehrt. Ich würde jetzt spontan einfach nochmal hier oben gucken, ob ich irgendwas noch... Gut. Eine Eve-Spritze. Schieße mit dem Elektrobrett auf den Türschalter. Okay, ja, das haben wir ja, glaube ich, schon gemacht. Aber wie gesagt, ich würde halt trotzdem gucken, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen und... Ne? Was wir eventuell später noch gebrauchen können. Die Rohpost ist ebenfalls leer. Das ist auch schon mal nicht. Kriege Kartoffelchips, das nehmen wir jetzt alles mal mit. Gut. Dann gehen wir doch hier mal ganz gekonnt weiter. Oder halt auch nicht. Hier wieder eine Vita-Chamber. Ich weiß nicht, ob wir da nun dran vorbeilaufen müssen. Wie gesagt, aktivieren müssen wir die hier eigentlich an sich nicht.
ab ans Kasten. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Okay. Das ging erstaunlich an. Hättest du mir die Bullen auf...